zurück hier bei Minecraft. Ja, nach wie vor sind wir hier so ein bisschen gefangen, weil uns die Nahrung fehlt. Wir sind zwar jetzt ganz gut aufgestellt damit, dass wir hier unsere Verteidigung haben, unsere Rüstung. Sorry, ich war bloß kurz irritiert wegen dieses komischen Piepens im Hintergrund. Aber ja, es fehlt Nahrung. Nahrung brauchen wir für die Heilung. Deswegen habe ich überlegt, versuchen wir auf den Part heute ein bisschen mehr damit zu verbringen, so ein bisschen hier mal auszuplanen, wie man das Ganze gestalten könnte hier. Weil ich mag ja immer große Landschaftsbauprojekte. Und dass man dann, dass ich dann dessen jetzt einfach statt jetzt Höhlen zu erkunden, in die Tiefe zu gehen, ein bisschen Gedanken mache, wo was hingebaut werden könnte. Ich mal so anfange abzustecken. Weil ich auch noch nicht genau weiß, wie groß ich mein Areal machen will. Ich überlege auch, was ich alles brauche. Ich brauche auf jeden Fall einen Stall für ein Pferd, weil irgendwann will ich dann anfangen zu erkunden und dann halt gibt es hoffentlich einen Sattel und mit dem Sattel kann ich dann auch ein Pferd reiten. Ist denn, dass fast alle meine Bäume gewachsen sind mittlerweile? Wahnsinn. Ich glaube, da muss ich nachher auch mal fällen gehen. Ich möchte ganz gerne ein bisschen Tiere führen, ich möchte hier anpflanzen, mein Häuschen natürlich. Ich überlege, ob das nicht sogar schon reicht, dann langsam. Wenn ich auf jeden Fall mal anfange, sind vielleicht ein paar Schaufeln. Weil Schaufeln braucht man ja immer ganz gut, wenn man Erde beiseite beschaffen will. So. Aber erstmal hinlegen, weil es ist schon wieder Nacht. Also Nacht kommt echt schnell gerade. Ich muss sagen, der letzte Part hat mir deutlich gezeigt, dass ich definitiv erstmal mich mit Essen und Co. ausrüsten muss, bevor ich jetzt nochmal losziehe. Wir sind gerade so ganz knapp von der Schippe gesprungen. Zum Beispiel würde ich, glaube ich, hier schon. Oh, damn it! Jetzt nehme ich noch da Schaden. Das hier ausnutzen, dass es hier sowieso einen Durchbruch gibt und das mitnehmen. Hier ist auch schon eine Lücke drin. Dann ist eben die Frage, ich sollte vielleicht andersrum anfangen, wirklich überlegen, wo will ich was hinbauen. Vielleicht mache ich mir mal ein paar Zäune, dass ich schon mal die Areale abstecken kann, wo zum Beispiel Pferd hin soll, wo Schafe und Rinder hin sollen. So. Holz nehme ich mal mit und dann gehe ich auch gleich mal Holz fällen, wenn wir schon dabei sind. Viel, aber egal. Oh, da ist noch mehr Eisen übrig. Cool. Ihr merkt, ich bin gerade noch ein bisschen planlos und das stört mich schon. Deswegen, wenn wir sowieso Zeit totschlagen müssen hier gerade. Neues Rezept verfügbar? Hä? Entrendeter Eichenstamm. Habe ich aus Versehen, weil ich rechte Maustaste benutzt habe mit der Axt, den Stamm entrindet? Tatsächlich. Spannend, kannte ich auch noch nicht. Na, gefühlt kenne ich so vieles hier noch nicht, also. Was ich glaube ich auch noch mehr irgendwo hinbauen möchte, aber das muss ja nicht unbedingt auf meinem Areal sein, sondern kann auch davor sein, ist ein kleines Wäldchen. Das ist ja wirklich eine Plantage, um Holz zu farmen. So ein kleiner Wildwuchswald, der fehlt mir gerade. Und da ich ja durch die Plantage auch wahrscheinlich so viele Setzlinge kriege, sollte das auch kein großes Problem werden. Oh Mist! Das Gefühl, ich habe schon fast mehr Fallschaden genommen als Schaden durch irgendwie Gegner.
so Baumstamm mit. Ein paar Erdblöcken drauf waren, geiler Anblick. Alles in allem bin ich, glaube ich, bis auf die Essenslage echt gerade zufrieden. Auch mit Eisen sind wir jetzt ein bisschen besser ausgestattet, dass ich mir da nicht so viel Gedanken drum machen muss. Wir haben eine komplette Rüstung, die ich wahrscheinlich bald durch Fallschaden kaputt bekommen habe. Wir haben Schild und Schwert gut. Wir haben eine Spitzhacke. Kompass wäre tatsächlich noch ganz nett. Weil ich weiß gerade, wie der geht mit Redstone. Dass wir wenigstens immer wieder zurückfinden können hierher. Ich glaube, so 4x4 Bäume ist komplett ausreichend. Was wir hier gerade schon an Holz geholt haben, runter. Vielleicht erweite ich das irgendwann, wenn wir dann mal auf Reisen andere Holzarten finden. Also ich sehe mal, das hier ist definitiv ausreichend. Lebst du denn heute Tag schon so lang? So, das war's soweit. Dann geht's jetzt mal ans Neupflanzen. Eigentlich, wen kann ich da behalten? Die Axt brauche ich nicht. Oh, da ist wieder ein Apfel, sehr schön. Ich hab nie gedacht, dass ich mich so sehr über Äpfel freue in einem Spiel. Dahin. Dahin. Wieder eins. Nehmen. Hier sind die noch markiert, sehr schön. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Geil. Ich glaube, dann ist erstmal wieder alles gepflanzt. Warten wir jetzt noch, bis alles wieder weggespawnt ist, dass wir es einsammeln können. Und unser Weizenfeld macht sich jetzt zum Beispiel auch gerade echt ganz gut. Egal, halb, ob wir dann daneben direkt nochmal ein anderes aufmachen, wenn wir schon dabei sind. Ach, kommt. Da auch nämlich auch Zäune rumpacken. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Redstone haben wir auch schon gefunden. Ich wollte vor allem jetzt nach Zaun gucken. Das ist ein Tor und ich glaube, ein Zaun war einfach andersrum. Stöcker so in die Mitte. Nehmen wir erstmal mit, obwohl ich glaube 33 ist nicht ganz so viel. Mit Zäunen arbeite ich sowieso überraschend gerne. Es braucht immer ein bisschen Abstand. Ansonsten kann man einfach über den Zaun laufen, was auch sinnlos ist.
sage ich ja, 33 ist echt nicht viel. Und da stehen schon wieder die nächsten Bäume. Ich gebe hier noch mal ein Äpfelchen. Ja, da liegt einer rum, sehr schön, kann ich gleich futtern. Ich glaube, es ist sinnvoll, es in die Richtung zu bauen, oder ob ich nicht lieber hier die Wasserquelle dicht mache, da hochbaue und dann hier neben das Feld. Ja, das glaube ich, mache ich auch. Ich bloß hier den Zaun auch wieder raus, weil dann kommt hier nämlich das Tor rein. Ups. Was ist dies? Der Armbrust, das gefällt mir nicht. Auf jeden Fall. Jetzt richtig ordentlich Zäune einfach. Schadet ja auch nicht. Sich das jetzt nicht hier bei. Ja, es beißt sich ein bisschen mit der Plantage, aber egal. Das kann ich dann auch aufräumen. Okay. Ist das hier erstmal komplett? Dann mache ich jetzt hier erstmal. Zuckerrohr neu pflanzen. Erde weg. Inventar ist echt voll im Moment. Was mich ein bisschen überrascht, worüber ich mich aber definitiv nicht beschweren will gerade, ist, dass es Nacht ist und ich in Ruhe gelassen werde. Schauen wir doch mal. Also würde dann hier der Zaun lang kommen. Ja, einfach bauen 1, 2. Muss ja dann 11 lang werden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oder habe ich mich verzählt? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nö. Passt so. Lass man sich da drüben nicht so viel abbauen. Wieder die Schaufel rausholen.
das dort. 1, 2, 3. Okay, und da soll hin. Ah, sehr schnell, ein einzelner Block. Passt ja perfekt. Das nächste Feld fertig, ich bin beeindruckt. Mich irritiert wirklich bloß, dass ich gerade in Ruhe gelassen werde. Ich beschwere mich definitiv nicht drüber. Sich auch ein Skelett, also einfach ist es gerade hier ruhiger, das ist das nächste Skelett. Wie viele Zäune haben wir noch? 51, okay. Gut. Stall mag ich eigentlich ganz gerne, also immer. Das haben wir noch nicht fertig gebaut, ups. Habe ich ein Schild da. Ob ich den Stall vielleicht hier nebenan baue? Der muss ja nicht groß sein, ich mache den immer zwei Felder breit und dann einfach so weit nach vorne wie das Haus geht. Und why? Why, Game? Simply why? Hau ich mich jetzt doch nochmal hin, ey. Der Zombie war ja das eine, aber ganz ehrlich, ein Creeper direkt wieder hinter mir. Wieder halbtot. Das Ding steht aber noch ganz gut da. Ist natürlich auch tausendmal angenehmer hier Weizen zu ernten, wenn das ganze Feld durch ist. Dann kann man einfach einmal als Mähdrescher rübergehen. Systematischer bepflanzen. Tatsächlich ist unser erstes Feld voll. Ich bin überrascht. Also freudig überrascht, aber überrascht. Habe ich echt gut gerade. Gut, also das ist hier die Abgrenzung, wo das Pferd hinkommt. Kann ich mein Haus nämlich auch noch ein Stück nach links ausbauen und dann einfach schauen. Hier ist die Essensproduktion. Und wenn ich glaube. Hier ist der Cut drin. Ja. Ich überlege, ob ich dann hier noch so ein bisschen mit Gehegen arbeite. Aber eigentlich nicht, ich kann hier die Kanten mitverwenden.
mache ich vielleicht ein 5x5 Gehege, also 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und die können da ja auch hinten ranlehnen, das stört mich ja null. Gang dazwischen. Für Schäfchen vielleicht ein 4x4. Zack. Fangen wir jetzt nur 3 breit, oder? Ja. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil, Leute. Schick ihn erstmal weg. Ich mach den einen weg, den ich hätte gebrauchen können, ist klar. So, dann gehst du hier einen Weg rüber. Hier oben drauf. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben Schweinchen. Und hier kommt auch ein 4x4 Gehege. Jetzt 1, 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4. Zack. Hier existiert ja dann auch noch. Dann brauche ich auch gar nicht so viel Platz, weil dann habe ich hier oben nämlich das ganz gut abgegrenzt. Kann hier eigentlich dann auch einfach die Reihe ziehen. Für die Hühner brauche ich dann natürlich noch was. Kann auch hier dann relativ knapp ziehen und überlege, ob ich mir dann einfach hier rechts noch ein bisschen Fläche nehme. Für irgendwie ein Gärtchen oder so. Und dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Erstmal brauche ich jetzt nochmal mehr Zaun und Tore. Dafür brauche ich mehr Eichenstamm. Eichenbretter. Und Stöcke. Okay, das sind so viele, wie ich bauen könnte. 4. Dann machen wir 14 draus. Sollte eigentlich ganz gut dann passen. Das tue ich hier rein. Dann kann ich mich hier gegenüber der kleine Hühnerstall. Tatsächlich nur 3x3 groß machen. Wo ist denn der gelandet da unten, ey? Ob ich dann überhaupt da unten die Grenze nehme oder ob ich dann nicht hier früher abcutte. Dass ich sage, ich kann mein Haus hier schön erweitern. Kann hier dann theoretisch noch ein Gärtchen hinten bauen. Kann ich auch hier theoretisch gleich die Grenze ziehen. Hier drin packe ich erstmal noch Höhe.
mag es nämlich auch immer echt ganz gerne ein abgetrenntes Areal zu haben, wo ich dann theoretisch komplett monsterfrei bin. Also wenn es gut ausgeleuchtet ist, kriegt man das ja tatsächlich hin. Ah, hier kann ich nicht an die Seite hängen. So what? Okay. Ich überlege, ob ich, wie viel Kies habe ich denn oder irgendeinen anderen Baublock, dass ich mir anfange, Wegchen zu bauen. Bisschen Granit, ein bisschen, aber auch nicht so richtig viel. Ich kann natürlich auch mit der Schaufel hier mir so einen Weg machen, aber irgendwie finde ich den immer nicht so hübsch. Ja, das ist die erste Blume, die wir haben. Wahnsinn. Na, weit gekommen sind wir jetzt nicht, aber egal. Was, ich hole mir jetzt hier mal die ganzen Blümchen rein. Ich das hier noch außerhalb dann so ein bisschen vergessen und dann baue ich die nachher und dann sind sie weg. Das wäre schade drum. Wenn wir schon das Glück haben, so unglaublich viele Blumen zu haben. Ich weiß noch, früher habe ich nach den Ewigkeiten gesucht. Jetzt nämlich hier anfangen, den Weg so ein bisschen mit Erde zu umgeben. Haben wir nämlich schon ziemlich gut natürlichen Wall, glaube ich. Hier das vertiefen und so ein bisschen eine Erdmauer hochziehen. Reicht ja komplett aus. Dann mache ich noch einen Überhang, damit Spinnen nicht hochkommen. Und eigentlich sollte ich dann relativ safe sein. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was alles jetzt für Monster noch dazu gekommen sind. So. Erstmal so ein bisschen Zeug verstauen. Der Baumstämme soll immer noch faszinieren. Die Steinhacke brauche ich dann. Kohle habe ich da jetzt noch ein bisschen Stack gehabt, also ist nicht ganz so knapp wie gedacht gerade. Come on, nö. Von wo schießt er mich denn die ganze Zeit ab? So viel zu der Idee mit dem Feld, ey. Danke. Wie aggro. Wir gehen jetzt auf gegenseitig aufeinander los, geil.
erstmal schlafen gehen. Das bringt ja gerade rein gar nichts hier. Also wenn's dicke kommt, kommt's dicke, oder? Zombie mich auch noch in Brand gesetzt hat, ey. Fail auf ganzer Linie. Den Eimer füllen, da ist immer noch Wasser. Egal, nicht drüber nachdenken, Plato. Einfach nur reparieren. So, was ist denn hier die Mitte? Da. 1, 2, 3, 4. Ach, das ist ja sogar die. Das ist echt brutal. Mit Creepern habe ich echt mein Pech hier, habe ich das Gefühl. Ah, wisst ihr was? Why? Warum war das Ding denn aggressiv? Spinnen sind tagsüber nicht aggressiv. Warum hat mich das Ding angegriffen und umgebracht? Wenigstens mein Stuff schnell noch wieder geholt. Unrühmliches Ende für einen eigentlich ganz schönen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, hier bei Minecraft. Macht's gut. Ciao, ciao.